Was geht ab, Jungs, und herzlich willkommen zu einem Video von mir. Und zwar sprechen wir heute über alle Leaks, die jetzt im Team of the Year Zeitraum kommen werden und schon geleakt wurden. Im Hintergrund seht ihr, EA hat schon bestätigt, die 11 Team of the Years sind schon fest. Im Tor Donnarumma, in der Verteidigung Cancelo, wahrscheinlich als Linksverteidiger, Ruben Dias und Marquinhos in der IV und als Rechtsverteidiger Hakimi. Finde ich persönlich sehr, sehr krass, dass Hakimi dabei ist. Im Mittelfeld die Premier League-Spieler Jorginho, De Bruyne und Kanté. Und in der Offensive Lewandowski, Messi und Mbappé, war ja klar als Coverstar, dass EA den nicht draußen lassen wird. Darüber sprechen wir aber auch noch später. Ja, ihr seht im Hintergrund das Video, das ist das Team of the Year. Sieht nicht verkehrt aus, aber ich denke, das ist nicht so geil wie die letzten Team of the Years. Im Hintergrund seht ihr auch das Ladebildschirm, was eben rausgekommen ist. Dort sehen wir rechts die offizielle Team of the Year Karte und links die Karte für die Team of the Year Nominees. Das heißt, man wird nicht nur die 11 Spieler ziehen, die im Team of the Year dabei sind, sondern auch nominierte Spieler. Da könnte zum Beispiel ein Barella dabei sein, da könnte ein Mondi als Keeper dabei sein, der ja nicht im Team of the Year dabei ist. Ein Haaland könnten wir da drinnen sehen. Also da werden bestimmt sehr, sehr gute Spieler dabei sein. Da zeige ich euch auch aber, welche Karten zum Beispiel rauskommen könnten. Hier wird auch schon diskutiert, dass es sehr, sehr traurig ist, dass EA lieber einen Mbappé, nur weil der Coverstar ist, einen Team of the Year gibt, statt einem Salah, der wahrscheinlich mehr gemacht hat als Mbappé im letzten Jahr. Und einen möglichen Team of the Year Nominee könnte zum Beispiel auch Barella sein. Der hatte eine sehr, sehr geile Saison letztes Jahr bei Inter Mailand. Wurde außerdem noch Europameister und ist auch aktuell sehr, sehr gut drauf. So könnte ungefähr die Karte aussehen, wenn sie rauskommen sollte. Anderes Beispiel wäre auch Haaland. Der hatte auch eine sehr, sehr starke Saison gehabt bei Dortmund. Und so könnte auch seine Karte aussehen. Wie das mit dem Rating sein wird, weiß man noch nicht. Fest steht aber, dass die morgen mit den Team of the Years kommen werden. Und dort wird es wahrscheinlich auch ein komplettes Team geben oder halt 5, 6, 7 ausgewählte Spieler. So eine Haaland-Karte sieht auf jeden Fall aber nicht verkehrt aus. Und hier sind auch schon die ersten Karten, die geleakt wurden. Das hier sind die offiziellen Stats von Mbappé Team of the Year. Der hat 99 Pace, 98 Dribbling, 95 Schießen, 90 Passen und 88 Physis. Skill Moves und Weakwood werden wahrscheinlich wie bei der Goldkarte bleiben. Das sind die offiziellen Stats von Lewandowski. Also der hat fast 99 Schießen. Pace sieht sehr, sehr gut aus. Dribbling, Physis, auch alles über 93. Und Passen noch 87. Wird auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Karte für die Bundesliga sein. Das hier sind die offiziellen Stats von Messi. Hat 97 Schuss, 98 Passen, 99 Dribbling, aber leider nur 83 Pace, wobei das halt auch schon noch ausreichen wird als Team of the Year Karte. Die Karte sieht auch natürlich sehr, sehr geil aus. Grüner Link zu Mbappé Team of the Year, was will man mehr? Schade ist halt, dass keiner von uns so ein Messi ziehen wird. Hier habt ihr nochmal kurz zusammengefasst, wann die ganzen Spieler kommen werden. Ignoriert hier das Mbappé-Bild, das Bild ist fake. Der hat nicht diese Stats und dieses Rating. Aber morgen am Freitag kommen die Angreifer, am Sonntag kommen die Mittelfeldspieler, am Mittwoch kommen dann die Verteidiger plus Donnarumma und nächsten Freitag, also am 28. kommt dann das volle Team of the Year und am 29. heißt am Samstag, kommt dann der 12. Mann, der wahrscheinlich Ronaldo, Salah oder vielleicht auch Benzema sein wird. Aber ich vermute mal, dass es Ronaldo machen wird. So sieht der Zeitplan aus fürs Team of the Year. Und dann kommen wir auch zu der ersten SBC, die rauskommen wird. Und zwar eine Flashback Harry Kane Team of the Year SBC. Dieses angelehnt an das Team of the Year von FIFA 18, wenn ich mich nicht täusche. Also an die 17-18er Saison. Wird ein dickes Pace Upgrade bekommen. Schießen kann der sowieso passen. Wahrscheinlich auch ein sehr, sehr gutes Upgrade. So wie Dribbling und Physis. So ungefähr könnte die Karte aussehen. Die Stats sind noch nicht geleakt, aber man weiß, dass es auf jeden Fall die erste SBC, die kommen wird, Harry Kane sein wird. Ob das dann am Ende eine Flashback sein wird oder eine Team of the Year Nominee SBC oder was auch immer. Fakt ist, Harry Kane wird kommen mit sehr, sehr guten Stats. Und die zweite SBC, die kommen wird, seht ihr auch hier, ist Team of the Year Moments Lucas Paqueta SBC. Fragt mich nicht, wofür diese Karte sein soll. Auch hier steht auf jeden Fall fest, ihr seht es ja nochmal, Food Sheriff, dass diese Karte rauskommen wird. Die Stats sind auch hier noch nicht zu 100%, aber der kriegt auf jeden Fall eine 90-Plus-Karte. Die POTM von ihm war ja schon eigentlich sehr, sehr stark. Jetzt noch so eine Karte, die einen grünen Link zu Neymar hat, die zu Pato linkt etc. Wird wahrscheinlich sehr, sehr teuer und spielt halt noch in der französischen Liga, die aktuell, glaube ich, so mit die meisten SBCs bekommen hat in letzter Zeit. Aber ja, Paqueta wird kommen. Außerdem wurden noch zwei SBCs geleakt und zwar Prime Dolglish und Prime Figo. Diese werden auch in der Team of the Year Zeit kommen. Figo kostet auf dem Markt nur 660k. Das heißt, die SBC sollte nicht teurer wie 600k sein. Und Prime Dolglish wird, denke ich, so um die
900 bis 1 Million wahrscheinlich kosten. Die Prime-Karte kostet 1,4 aktuell, hat 5-Star Weakfoot, sehr, sehr geile Stats. Das heißt, die zwei werden wir bald ebenfalls als SBC bekommen. Und was ja auch noch bestätigt wurde, das hat Joachim im Stream erwähnt, sind alle 5 Premium-League-Upgrades, die wir auch in den letzten Jahren hatten. Dort bekommt man 12 Goldspieler zurück, 3 davon sind selten und ihr kennt das ja, man muss dann einige Spieler aus den jeweiligen Ligen abgeben. Ich denke, die League A wird dieses Jahr am teuersten sein, weil gerade da sehr, sehr geile Spieler dabei sind, wie Hakimi, Donnarumma, Marquinhos, Mbappé, Messi. Das heißt, wer, wie ich gesagt hatte, vor ein paar Wochen in League A Goldspieler investiert hat, der wird seine Coins verdoppeln oder vielleicht auch sogar noch verdreifachen. Aber das ist dann hiermit offiziell geleakt. Ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen. Ich glaube, mehr Infos wurden bisher noch nicht geleakt. Das heißt, wenn ihr das Video gesehen habt, bis zum Schluss, seid ihr fürs Team of the Year bestens informiert. Sollte noch irgendwas Neues rauskommen, werde ich natürlich noch ein neues Video rausbringen. Aber ich glaube, das war es auch schon. Morgen werden vermutlich dann wahrscheinlich die anderen Spieler geleakt von den Stats her. Also so Donnarumma etc. Pipapo. Aber die Karten sehen wir sowieso um 19 Uhr. Wer neu ist, gerne die Glocke aktivieren, kostenloses Abo da lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei einem Livestream. Ich werde auf Instagram Bescheid geben, wann ich dann live gehe auf YouTube und Twitch. Oh, bis morgen, Jungs. Haut rein!